Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es ein neues Thema und das ist eine ganz bestimmte Frage einfach nur. Und zwar, was bedeuten schnelle Objektive oder in Englisch Fast Lenses? Viel Spaß! Ja, wenn man viel online unterwegs ist und vielleicht sich auch mal einige englische Seiten anschaut zum Thema Fotografie, dann ist man vielleicht irgendwann schon mal über den Begriff Fast Lenses gestoßen, also zu Deutsch schnelles Objektiv. Und als Anfänger fragt man sich dann, was bedeutet eigentlich ein schnelles Objektiv? Und da gibt es zwei Interpretationen, die ich da immer wieder lese, aber eine davon ist eigentlich nur fachlich gesehen richtig. Die erste Interpretation ist, ein schnelles Objektiv ist ein Objektiv, was einen schnellen Autofokus hat. Davon sprechen viele, wenn sie so zum Beispiel in Foren oder bei Facebook in irgendwelchen Gruppen nachfragen, wenn sie ein schnelles Objektiv suchen. Aber eigentlich ist in der Fachwelt damit was ganz anderes gemeint, und zwar wie lichtstark ein Objektiv ist. Lichtstark, wenn du dir jetzt mal meine Videos zur Anfängerserie anschaust, da geht es ja auch einmal um die Blende. Und die Blende entscheidet, wie lichtstark ein Objektiv ist. Also wie weit kann ich eine Blende öffnen? Die Blende ist ja hier vorne im Objektiv drin. Und je nachdem, wie weit ich diese Blende öffnen kann, desto mehr Licht kann auf den Sensor fallen. Das bedeutet, wenn ich eine große Blendenöffnung habe, wie zum Beispiel eine Blende 1.8 oder eine Blende 1.4, dann fällt mehr Licht auf den Sensor. Die größtmögliche Blendenöffnung steht dabei immer hier bei dem Objektiv mit dabei. Hier zum Beispiel bei dem 50mm 1.8 steht das hier auch wirklich. Nikon 50mm 1.8. Also die 1.8 Blende ist die größtmögliche geöffnete Blende, die dieses Objektiv hat. Bei dem Objektiv hier ist es zum Beispiel eine Blende 2.8. Ja? Also da kann man die Blende nicht ganz so weit öffnen. Und von daher, das ist von Objektiv zu Objektiv immer unterschiedlich, steht aber immer mit dabei. Es gibt auch Zoom-Objektive, wo es eine variable größtmögliche Blendenöffnung gibt. Also da gibt es zum Beispiel Kit-Objektive, da steht zum Beispiel drauf 3,5 bis 5,6. Und das hat damit zu tun, je nachdem, wie weit man reinzoomt, ja, also was für eine Brennweite man nutzt, desto unterschiedlicher ist dann die größtmögliche geöffnete Blende. Aber wo ist jetzt der Begriff schnell da drin? Ja, also woher kommt das? Das ist jetzt quasi der zweite Part. Wenn ich die Blendenöffnung groß machen kann, dann kann ich bei gleichbleibenden Lichtsituationen die Verschlusszeit verkürzen, also die Verschlusszeit schneller machen. Und da kannst du dir auch nochmal das Video zum Thema Belichtungsdreieck anschauen, da wird das Ganze nochmal ein bisschen genauer erklärt. Und da kann man dann auch sehen, wenn ich die Blende weiter öffne, also die Blendenzahl kleiner mache und damit die Blendenöffnung größer mache, dann kann ich gleichzeitig die Verschlusszeit verkürzen. Und dann habe ich quasi ein schnelles Objektiv. Daher kommt das. Es geht also um die Verschlusszeit im Endeffekt. In welchen Situationen könnte ich jetzt ein schnelles Objektiv gebrauchen? Na, zum Beispiel in der Sportfotografie. Da brauche ich relativ schnelle Verschlusszeiten, muss aber gleichzeitig auch darauf achten, dass natürlich genug Licht noch auf den Sensor fällt. Und von daher wäre eine große Blendenöffnung in dem Fall relativ wichtig. Eine andere Situation, wenn man relativ wenig Umgebungslicht hat, auch dann braucht man ein schnelles Objektiv, damit man noch genügend Licht hat, was auf den Sensor fällt und man trotzdem eine so kurze Verschlusszeit wählen kann, dass man die Bilder nicht verwackelt. Ja, das war es erstmal zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen, wenn du danach gesucht hast, nach dieser Antwort auf diese Frage. Ich möchte in Zukunft mehr solche Videos machen, wo einfach mal eine ganz bestimmte Frage geklärt wird. Und wenn du eine Frage hast zum Thema Fotografie, völlig egal was, zum Beispiel eine Begriffsklärung oder als Beispiel, wie mache ich einen Hintergrund unscharf? Ja, das ist übrigens auch ein Video, was bald kommen wird. Dann stellen Sie einfach unten in die Kommentare. Ich würde da mega gerne einfach ein bisschen Inspiration von euch auch bekommen. Und dann werde ich dazu auch kurze Erklärvideos immer machen, weil das macht mir auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Wenn dir das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben und den Kanal natürlich abonnieren, falls du weitere Videos von mir sehen möchtest. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!